Guten Tag und damit herzlich willkommen zu der ersten Folge Sea of Thieves. Wir spielen heute mal alleine ein bisschen. Ich habe schon ein bisschen gespielt, ihr seht hier. Ich habe eigentlich noch alles ganz normale Sachen. Gut. Da ist unsere kleine Schaluppe. Wir holen uns aber erstmal ein paar Aufträge. Oder habe ich noch ein paar? Das muss ich erstmal nachschauen. Das ist eben das Coole bei Sea of Thieves. Man kann alleine spielen, man kann zu zweit spielen. Da lohnt sich das Schiff, beziehungsweise das Ginotter-Schiff. Oder man kann halt auch gleich zu viert spielen oder noch mehr. Ich habe vorhin mit meinen Freunden, haben wir gerade zu dritt gespielt in der Galeone. Funktioniert eigentlich recht gut. Muss ja halt die Aufgaben dann dementsprechend etwas verteilen. Alleine kann man das Schiff hier auch fahren. Ist halt ein bisschen stressiger. Gut. Sehen, drei Missionen Hammer. Machen wir die Schatzsuche einfach mal. Müssen wir hier mal abstimmen. Im Prinzip ist das Spielprinzip leicht erklärt. Man ist einfach Pirat. Punkt. Man muss alles machen, was man so machen muss als Pirat. Boah, sieht das geil aus. Okay, drücken wir mal. Eine Karte haben wir. Die müssen wir jetzt mal suchen. Hier war ich, glaube ich, schon mal. Müsste hier in der Nähe irgendwo sein. Okay, so und ein bisschen da oben. Ich glaube, das ist die gleich. Ja. Das ist die. Nochmal schauen. Ja, wunderbar. Gut. Das sind jetzt hier 40er-Karten, was ich habe. Also muss 40 Gold dafür zahlen. Es gibt aber auch noch bessere. Die kann man dann aufbessern, wenn man bei dem, wo man die Kisten abgibt. Also halt Kisten abgibt. Also so levelt sozusagen. Gut. Segel setzen. Aber vielleicht ein bisschen links eindrehen. Dann mal kurz schauen, wohin wir müssen überhaupt. Süden. Gut, Segel setzen. Wupp. Dann leider Gegenwind. Macht aber nichts. Einschlagen wir. Ja, wunderbar, klappt gut. Falls ihr euch fragt, soll ich mir das Spiel kaufen oder nicht? Ganz einfach. Ich erkläre euch jetzt den einfachsten Weg. Der gilt jetzt auch für Xbox oder auch PC-Spieler. Es gibt da Microsoft-Seite und da kann man 2 Wochen lang das Spiel, also 2 Wochen lang Xbox Live kostenlos testen. Na? Da meldet ihr euch an, alles bliblablub. Und dann im Xbox Live, also diesen Monat, ist beispielsweise jetzt hier Sea of Thieves dabei. Dann könnt ihr das 2 Wochen lang testen, das Spiel. Und wenn es euch gefällt, dann kauft ihr es nach den 2 Wochen. Und wenn es euch nicht gefällt, dann kauft ihr es nämlich. So einfach ist es. Aber ich denke, so kann man sich, denke ich, besser ein Bild davon machen. Wichtig, Kerzen ausmachen, weil sonst werden wir zu arg gesehen. Denke ich, kann man sich besser ein Bild davon machen, wenn man es testet. Man darf halt nicht vergessen, den Haken für automatisch verlängern wegzumachen. Weil sonst hat man das ja andauernd. Sonst zahlt man ja was. Aber so, das empfehle ich wirklich. Holt euch Xbox Live. Einfach 2 Wochen kostenlos. Und dann könnt ihr das spielen 2 Wochen lang. Und dann seht ihr, ob es euch gefällt oder ob es euch nicht gefällt. So einfach ist das. Gut, cool, wunderbar. Aber ja, wir müssen aufpassen, nicht, dass wir ein bisschen wieder einlenken, nicht, dass wir ranrammen. So mache ich es jetzt beispielsweise. Ich habe es jetzt für 2 Wochen lang teste ich es jetzt. Anker runter. Gegensteuern. Das sehe ich dann, ob es mir gefällt oder nicht. So einfach ist das. Ah, oh, die Waffe ist schon wieder falsch. Moment. Nee, hier nicht. Hier auch nicht. Wo sind hier das Waffen? Werkzeuge. Ach, ups. Das ist ja da üben. Oh, hier die Flinte, die ist nämlich besser. Die macht One-Shot, die Flinte. Schwert nämlich immer trotzdem mit. Gut. Wie gesagt, das mache ich jetzt auch so.
Geh weg, du Moloch. Und ja, dann kann ich mich ja immer noch entscheiden, ob ich es haben will oder nicht. Aber ich bin, muss ich ehrlich sagen, sehr positiv überrascht. Es ist echt ein sehr, sehr schönes Spiel. Wenn man echt auch dann noch zu mehr spielt, also zu zweit, ab zu zweit, macht es nochmal 100% mehr Spaß. Banana. Macht es 100% mehr Spaß. Wo sind wir denn hier überhaupt? Okay, die Felsen zeigen nach innen. Also ich kann es nur empfehlen, wärmstens. Das Spiel. Die Felsen, wo aufeinander zeigen, sind hier. Okay, also ist es so. Also muss da vorne der Schatz liegen. Hier so. Ja. Oh, eine Goldkiste. Die ist sehr viel wert. Ich glaube, die gebe ich dann auch gleich mal ab. Kommt her, ihr Molochs. Oh. Lang drücken, lang drücken. Hallo? Ich kann nicht schlagen. Warum kann die nicht schlagen? Okay, jetzt. LOL. Warum konnte ich nicht schlagen? Verdammt, verdammt, verdammt. Bananen habe ich nicht dabei. Was war das? Das war ein Bug. No, it is a feature. Ja, ja, genau. Oh, ich habe schon Bananen. Boah. Was war denn das da jetzt? Ich kann auch unter Wasser schießen. Du bleibst da, du Moloch. Bleib stehen, du Hans Kasper. Ja, dann tschüss. Ach, wie gesagt, ich kann es wärmsten empfehlen. Wenn man dann noch zu zweit spielt, wird es dann nochmal geiler. Das gibt's nicht. Boah, geil, Alter. Das ist die beste Kiste im Spiel. Also die ich gefunden habe bis jetzt. Deswegen tun wir die gleich wieder weg, weil ich glaube, die bringt um die 1000 oder 1200. Die ist sehr, sehr wertvoll. Weil das ist nicht sonst zu gefährlich, weil im Spiel gibt es 16 andere Schiffe und das kann sowohl Galeone als Schaluppe hier sein. Mit x viel Spielern jeweils. Also Schaluppe können es dann maximal 2 sein, aber Galeone können es von 3 bis, weiß ich gar nicht, bis 5, 6. Das Coole ist ja auch, es gibt 3 verschiedene Fraktionen. Einmal den Goldhändler, wo ich jetzt hier die Truhe abgebe. Dann die Handelsföderation, wo immer am Steg vorne ist. Und die Mystikerin da hinten. So, verkaufen. Alter, 811. Und das schwankt, wie gesagt, auch. Die kann auch über 1000 liegen, beispielsweise. Jetzt seht ihr, unten mal ansehen, ist mittlerweile 15. Und dann, wenn ich jetzt mit dem spreche hier, hallo Heinz, ne, kennst mich noch, kann ich da oben noch bessere Karten kaufen sozusagen. Zeige ich den jetzt, dann bin ich noch besser angesehen und jetzt kosten die schon 60, aber da bekomme ich vielleicht dann gleich 3, 4 Karten davon und kann dann damit mehr Gewinn machen. Kann auch einfach Schätze finden am Strand wie Gold oder so anderes Zeug. Oder auch Tiere kann man einfach bei der hier verkaufen. Bei der Handelsföderation. Kann man auch solche Aufgaben machen. Habe ich aber jetzt bis jetzt noch nicht gemacht. Und ja. Bei der Tante hier. Moment. Moment, Moment, Moment. Das muss sein. Das sieht so cool aus. Und bei der hier kann man beispielsweise sein Schiff verbessern. Was heißt verbessern? Man tut nur sein Aussehen anpassen. Das kann man allgemein da nur machen. Im ganzen Spiel. Dass es fairer bleibt. Im Prinzip.
Aber ihr seht, 70.000, das ist schon sehr teuer. Ich tue jetzt erstmal meinen Charakter, eigenen Charakter etwas besser machen. Dann bin ich auch besser im Spiel drin und dann bessere ich das Schiff auf, in Anführungszeichen. Gut, wir können da jetzt einfach wieder sagen, wir machen jetzt noch die hier, abstimmen. Gut, das ist sozusagen eine Kopfgeldjagd. Dann müssen wir halt jetzt einen speziellen Captain, ja, töten, ja, töten. Ja, jetzt wollte ich sagen, töten ist das falsche Wort, aber töten ist genau das richtige Wort. Wohl ist er tot. Folge auf Plunderers Light. Okay, Plunderers. Ah, da, direkt da oben. Nordwesten. Nordwesten, würde ich eher sagen. Wir machen jetzt den Anker. Jetzt müsste uns zum Rafa geben. Ja, wunderbar. Gut, das passt schon so. Und hier müssen wir jetzt einfach Skelette töten, solange bis der Boss kommt, und den müssen wir dann auch noch töten. Gut. Und diese Schweine beispielsweise kann man, muss man bei Händlins Mission beispielsweise besorgen oder andere Missionen. Ist eigentlich wirklich recht abwechslungsreich, muss man schon sagen. Au. Oh, oh, oh. Hui. Gut, dass ich geblockt habe. Ja, beide auf einen Streich. Na, put, put, put. Was seid ihr denn? Oh, oh. Was willst denn du, Harald? Ganz alleine hier. Banana. Hol, hol, hol. Captain, wo sind sie? Ich brauche sie. Manchmal bekommen die Skelette auch Angst, dann fliehen die von ein, wenn man zu mächtig ist, in Anführungszeichen. Aber es gibt auch teilweise hier, oh, da ist der Captain, richtige Piratenforts. Forts. Von den Skeletten. Nimm das! Was war das? Ich glaube, wir könnten angeschossen werden. Gut, wir haben ihn. Normaler Schädel. Da gibt es... Oh nee, kein normaler Schädel, oder? Nee, ist kein normaler. Es gibt da verschiedene, ja, es gibt da verschiedene bis Gold und dann gibt es noch mal einen besseren als Gold. Es gibt da verschiedene. Jetzt sofort zurück. Vor allem, das Coole ist, bei dem Spiel, Stürme darf man auch beispielsweise überhaupt nicht unterschätzen. Ja, ballern wir einfach mal hier hin. Da hinten beispielsweise ist ein Piratenfort, da sind sogar Kanonentürme. Und ja, da muss man ein bisschen mehr aufpassen. Weil die Skelette können einen sogar abschießen mit den Kanonen. Oh, 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 nein, 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 nein. Kommen wir vorbei? Ja, wunderbar. Cool. Ah, oh, nein, 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 so, so, ich wollte dich. Ah, passt. Perfekt. Oh, jetzt sagt ich, da wäre einer. Wunderbar. Oh, der Schell.
wieder einen anschaut. Aber selbst hier muss man aufpassen, weil es gibt keine Safe Zone. Also hier kann man selbst getötet werden. So, Tante, hier. Schau mal, was ich hier habe. Ah, gut. Was haben wir bekommen? Oh, 243. Geht. In Ordnung. Und hier müsste jetzt auch theoretisch unser Rang steigen. Hallo? Rang? Oder auch nicht? Doch, jetzt. Jetzt bin ich ja auch fast Stufe. Ding. Kaufen wir hier mal, dass wir da auch bessere holen können. Was ist denn das? Das ist cool. Dass man nach und nach alles freischaltet. Das ist wirklich, ich muss sagen, wirklich ein sehr, sehr geiles Spiel. Wie gesagt, probiert es erstmal kostenlos aus und wenn es euch dann gefällt, könnt ihr es immer noch kaufen oder dann nicht, dann eben nicht. So leicht ist es, so mache ich es. Bis jetzt gefällt mir es wunderbar. Und ich denke, das war's dann fürs erste Video von Sea of Thieves. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.